Es ist die Hammermeldung am Sonntagmorgen. IBE hat bekannt gegeben, dass der Trainer Wladimir Petkovic seinen Posten heute noch räumen muss. Für ihn verpflichtet Berner der Christian Gross, einer der erfolgreichsten Schweizer Trainer in den letzten 20 Jahren. Kein Wunder, dass das Interesse an ihm in der Medienkonferenz heute riesig war. Zweimal hat der Christian Gross den Grasshoppers zum Meistertitel verholfen. Viermal am FC Basel. Und jetzt also soll er bei IBE das Gleiche vollbringen. Es wird die dritte grosse Herausforderung für mich sein in der Schweiz. Es ist in erster Linie, dass mich die Leute überzeugt. Wie hochmotivierte Investoren, die das Stadion angestellt haben. Der Christian Gross kommt für Wladimir Petkovic. Schon länger ist in den Medien darüber gemunkelt worden, dass der wegen fehlender Erfolg entlassen werden könnte. Und heute ist es also soweit. Trotzdem. Ja, zuerst einmal, es hat nichts mit dem Spiel gestern oder gegen Thun Niederlage zu tun, sondern es ist im Sinn von einem Neuaufbau in der neuen Saison, wo man gesagt hat, es braucht neue Impulse, neue Reizpunkte. Und das haben wir jetzt schon bekannt gegeben. Die Entlassung von Wladimir Petkovic wird für IBE sicher auch nicht ganz billig. Schließlich wird dann noch bis 2013 unter Vertrag stehen. Man munkelt von 1,5 Millionen, wo das die Gelb-Schwarzen kostet. Es ist sicher eine Belastung, die man nicht eingeplant hat. Und es ist ein Kraftakt finanziell. Und ich glaube, für einen Schweizer Club ist das absolut außergewöhnlich, dass man die Möglichkeit hat, nicht nur den Kraftakt zu bewältigen, sondern natürlich auch einen Trainer im Rang von Christian Gross verpflichten. Bei jedem Verein, den ich unterschrieben habe, habe ich mit vollem Herzen dahinter gemacht. Und ich wollte einfach eine erfolgreiche Mannschaft haben. Und bis der Christian Gross diese Mannschaft formen kann, übernimmt der jetzige Assistenztrainer Erminio Pisergia das Traineramt noch für die restliche Saison.